Herzlich willkommen zu Teil 4 meines Reisetagebuchs La Palma im Winter. In dieser Folge geht es um unsere Wanderung nach Las Nieves, zum Wallfahrtsort Las Nieves, wo auch die Señora, wie heißt sie noch, die Schneejungfrau, Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves, steht in einer Kirche, der berühmtesten Wallfahrtskirche von La Palma. Das ist ganz gut machbar von Santa Cruz aus. Man begibt sich ins Gebirge, da führen verschiedene Straßen hoch. Ich glaube, wir haben nicht ganz den richtigen Einstieg gefunden, aber es sind also ungefähr insgesamt so gut 6 Kilometer. Ja, man geht ziemlich steil hoch. Das sind schon so 400 Meter Höhenunterschied ungefähr. Das kann man aber trotzdem so an einem Nachmittag ganz bequem schaffen. Und es gibt dann auch am Ziel, eben an dieser Wallfahrtskirche oben in Las Nieves, gibt es auch eine Bar oder sogar ein Restaurant, wo man sich dann auch stärken kann. Der Hinweg, ja, da sind wir eben an der Straße gelaufen. Im Sonnenschein, man kam auch gut ins Schwitzen, obwohl wir ja im Januar da waren. Und zurück haben wir dann aber den richtigen Pfad entdeckt. Das war dann auch gut sichtbar ausgeschildert in Weiß und Gelb. Da sind wir allerdings auch über ziemlich zugewucherte Wege gekommen und es gab links und rechts Hundezwinger dicht an dicht, die dann massiv geknurrt, gebellt, aggressiv waren. Also das sind wohl Jagdhunde, die auch oft irgendwo in Höhlen versteckt werden, wie uns dann unsere Freundin erzählte. Jedenfalls habe ich da einen ganz schönen Schreck bekommen. Hätte ich das nicht vorher schon mal in einer Wanderbeschreibung gelesen, dann wäre der Schreck noch größer gewesen. Aber es kam doch recht unvermittelt und vor allem in dieser Masse der Hunde. Also 10 Hunde kläffen und bellen und stecken ihre Köpfe aus ihren Luken. Denen ging es bestimmt nicht gut da, aber ich hatte auch weiche Knie und kaum hatten wir das dann überstanden, kam dann die nächste Überraschung. Das werde ich aber jetzt hier noch nicht verraten, sieht man gleich im Film. Das war dann zwar harmlos, aber erstmal ungewohnt, gerade so für mich als Städterin. Und wir mussten uns da ganz schön so durchkämpfen durch das Gebüsch. Auf jeden Fall sollte man lange Hosen tragen, sehr gutes festes Schuhwerk, denn man geht da auf unebenen Steinen und kann nicht immer sehen, wohin man tritt aufgrund der langen und hohen Gräser. Aber es war insgesamt wieder eine schöne Tour. Man hat schöne Ausblicke gehabt auf Santa Cruz. Man konnte tolle Vegetation sehen und eben auch Tierwelt erleben. Vielleicht noch mal etwas zu diesem Wallfahrtsort. Noch mal eine kleine Info. Diese Schneejungfrau, die wird alle 5 Jahre, wird die nämlich im Rahmen einer Prozession runtergetragen nach Santa Cruz. Das nennt sich dann Bajada de la Virgen. Dazwischen gibt es dann aber auch immer Messen und auch kleinere Prozessionen. Und diese Virgen da, diese Jungfrau, die soll tatsächlich, oder diese Kirche, dieser Wallfahrtsort, angeblich schützt sie vor Unbill wie Erdbeben und andere Naturkatastrophen. Das hat ja jetzt, wie man gesehen hat, auf La Palma nicht ganz geklappt. Der Vulkan, der Tachagaite, ist ja doch ausgebrochen. Naja, der Glaube versetzt nicht immer Berge, aber es ist eben hier gute alte Tradition, ein Riesenfest, was dann mit dieser Prozession halt auch verbunden ist. Die Figur, die ist nur 82 cm hoch, aber prunkvoll angerichtet, angeordnet auf so einem Altar in der Kirche, wir haben das gesehen. Das Gold ist blendet sehr. Und da gibt es dann auch Edelsteine dran und ja. Also diese Kirche ist schon irgendwie ein Hingucker, da sieht man auch gleich ein Foto. Viel Vergnügen mit Teil 4, La Palma im Winter, Ausflug, Wanderung nach Las Nieves und es folgen weitere Teile. Uff. Wir machen gerade eine Wanderung von Santa Cruz nach Las Nieves zum Wallfahrtsort, zur Wallfahrtskirche. Und das ist ein gar nicht mal so weiter Weg, aber er hat es in sich aufgrund der Höhenunterschiede. Ich weiß auch nicht, ob wir den wirklich richtigen Wanderweg gefunden haben. Wir sind da so eine kleine Landstraße hochgekraxelt, kann man sagen. Da unten sieht man, nee, da sieht man es nicht, aber da unten ist Santa Cruz. Wir sind immer am Barranco de Las Nieves gegangen und nähern uns jetzt dem Ziel. Laut Navi sind es noch 4 Minuten und dort oben soll es vielleicht auch ein kleines Lokal geben, wo man einkehren kann. Wichtig ist festes Schuhwerk, Getränke mitnehmen. Und wir haben ja jetzt Dezember, Ende Dezember, also sehr schönes Wetter für Dezember, 23 Grad. 23 klingt nach nicht so viel, aber wenn man dann doch so kraxelt, kommt man ganz gut in Wallung und schwitzt auch. Aber oben wird es dann doch kühler. Man sagt ja, pro 100 Höhenmetern wird es 1 Grad kühler. Deswegen auch Pulli nicht vergessen und Jacke auch nicht. Das kann man ganz gut machen, wenn man in Santa Cruz seine Unterkunft hat und auch schnell mal ins Grüne möchte. Das soll insgesamt so ein Rundweg sein, der gut 2,5 Stunden dauert. Das sind wohl so gut 6 Kilometer. Wir melden uns später nochmal. Ist angekommen.
am Platz der Kirche. Da gibt es ein Lokal rechts. Scheinbar auch irgendwie ein Hotel, keine Ahnung, was das ist. Mal gucken. Das ist ja wohl das heiligste Wallfahrtsplätzchen der Insel. Also hier sehen wir den Eingang. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, alles gut. Genau, da haben wir es. Patrona de la Isla de San Miguel e de la Palma. Also das ist hier die Schutzkirche für alle Bewohner. Und gucken wir mal, ob wir Casa Rectoral, was ist das? Ob wir hier auch irgendwo noch einen schönen Blick genießen können. Ich glaube, da geht es noch mal ein Stück hoch. Der Blick von hier oben, von Las Nieves runter nach Santa Cruz. Hier haben wir auch so eine Plumpsklo-Ansammlung, zum Teil schon etwas zugewuchert. Ja, dann gehe ich mal wieder den kleinen Pfad zurück und suche meinen Begleiter. Der ist irgendwo abhanden gekommen. Komisch. Jetzt sind wir in der Kirche. Rückweg von Las Nieves wieder nach Santa Cruz. Jetzt haben wir den richtigen Sendero, den Wanderweg gefunden. Er ist eigentlich auch ganz gut ausgeschildert. Kann man auch sehen, geht leicht unterhalb der Kirche. Ist schon gleich das erste Zeichen. Hier, so wie dies hier sieht es aus. Weiß-gelb. Und ja, man muss gut aufpassen, wo man hintritt. Das ist wichtig. Es gibt Geröll. Aber mit gutem Schuhwerk ist es bislang jedenfalls zu bewältigen. Oh, da sind Ziegen. Wir sind eben schon an einem riesen Hundezwinger, also mehrere hundert Hunde. Oh, guckt euch das an. Hier sind ja Ziegen. Hoffentlich tun die uns nichts. Die haben ja Hörner. Ja, also ich wollte gerade von meinem mulmigen, weichen Gefühl in den Knien erzählen, als wir an diesem Hundezwinger vorbeigeschlichen, möchte man fast sagen, sind. Da ist übrigens das Zeichen. Bringen die uns jetzt auf den Kopf, wenn wir da vorbeigehen? Jedenfalls haben die gekläfft, gebellt, hochaggressiv. Also das war kein schönes Gefühl, die Hunde. Die machen hier Mäh. Das sind doch keine Schafe. Das sind doch Ziegen. Bleibt ihr da oben? Fände ich gut. Ihr seid neugierig, das ist klar. Aber ihr müsst jetzt nicht runterspringen, ne? Müsst ihr nicht. Oh, da seid ihr auch. Wir tun euch nichts. Gehst du mal weiter? Also wir versuchen uns jetzt an den vielen Ziegen vorbei zu... Oh je, es werden immer mehr. Ich drehe durch. Habt ihr Angst vor uns? Das ist besser, als wenn ihr... Ja, trollt euch mal lieber. Also nochmal schnell ein Blatt fressen. Hallo. Also man fühlt sich etwas umzingelt. Wir hoffen, dass sie nicht runterspringen. Das wollen wir nicht. Die können ja springen, ne? Lasst uns vorbei. Oh Gott. Der Weg ist schon recht zugewuchert, kann man sagen. Man muss sehr aufpassen, wo man hintritt und genau gucken, wo wieder das nächste weiß-gelbe Zeichen irgendwo an einem Felsen angebracht ist oder an einem Holzhäuschen. Das würde man sonst hier nicht so unbedingt als Weg anerkennen. Ne? Aber da wir das vorher wussten, oh, wir haben das nämlich gelesen in der Wegbeschreibung, dass der Weg sehr zugewuchert sein soll, ist es, ich weiß dann, das ist so, das gehört so. Jetzt kann man nur hoffen, dass wir uns keine Zecke fangen. Ich habe gar kein Zeckenmittel mit, fällt mir ein. So, jetzt sind wir in so einer Art Flussbett gelandet. Also man kommt wirklich durch dickstes Gestrüpp hier und Dickicht. Da muss man sich ganz vorsichtig vorarbeiten, weil im Untergrund unterschiedliche Felsgrößen sind. Das ist nicht eben. Sehr vorsichtig sein, wer nicht trittfest ist, Finger weg von diesem Weg, würde ich mal sagen. So, und hier sieht man ein Kreuz auf dem Felsen, das heißt, hier nicht weitergehen. Und da genau das Gleiche, dort ist auch ein Kreuz auf dem Felsen,
auch hier soll man nicht weitergehen, sondern weiter hier den Pfad wahrscheinlich geradeaus. Ich denke, es kommt auch bald wieder ein Zeichen. Da plätschert was. Es hatte vor Tagen etwas stark geregnet. Jetzt kommt das Wasser aus den Bergen gerieselt. Hier sehen wir die Konstruktion, wie man eine Stromversorgung durch den Barranco, durch das Tal sicherstellt. Ja, das ist so ein bisschen lose, hängt das so an Rohren irgendwie außen drum rum und wird so auf so ein Mäuerchen dann verlegt, mal auch mit einem kleinen Holzpfahl befestigt. Skurril bis gefährlich aus, aber scheint soweit zu funktionieren. Da geht das Rohr rauf, wie man sieht. Da geht der Leitungsstrang rauf.